Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, was so im Freifam-Universum alles los war in den letzten Wochen. Bevor ich da loslege, der Hinweis, ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr Benachrichtigungen automatisch über alle neuen Videos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr wirklich über alle Videos benachrichtigt werdet. Und wenn ihr wissen wollt, was so auf der Website passiert oder welche neuen Videos es gibt, dann könnt ihr uns auf Twitter folgen unter freifam.de oder auf Facebook auch unter freifam.de. Ja, die letzten Wochen waren sehr ereignisreich auf der freifam.de Website. Da steigen wir gleich mal ein und ich zeige euch, was da alles veröffentlicht wurde. Und zwar haben wir hier als erstes am 28.02. haben wir berichtet über den Generalsekretär Manuel Hagel der CDU. Der Herr Hagel, der hat seit Oktober 2019 Kenntnis, zumindest liegt ihm eine Beschwerde vor an die Vereinten Nationen, wo es darum geht, dass das Jugendamt im Alb-Donau-Kreis 4 Kinder schädigt. Ja, ein Jugendamt, das eigentlich Kinder schützen soll, schädigt 4 Kinder. Und dann gab es ja noch den Fall der Julia F., über den wir ja auch berichtet haben, die von den 2 Eltern mit Behinderung weggenommen wurde und erst über ein halbes Jahr später trotz eines Gerichtsbeschlusses dann den Eltern zurückgegeben wurde. Ebenfalls in dem Artikel merken wir an, dass es sehr seltsam ist, dass im Alb-Donau-Kreis seit 2016 die Fälle der Kindeswohlgefährdungen erstaunlich stark ansteigen und nicht mal der Landrat erklären kann, wie das kommt. Und wir stellen in dem Artikel die kritische Frage, ob es denn damit zusammenhängt, dass der neue Jugenddezernent, der neue Landrat und die neue Leiterin des Jugendamts da dazugekommen sind und sich mit denen da so einiges geändert hat und vielleicht möglicherweise die Inkompetenz gestiegen ist, die Willkür im Jugendamt und diese steigenden Zahlen an Kindeswohlgefährdungen durch das Jugendamt selbst verursacht werden. Und nach diesem Artikel gibt es dann nochmal einen, der sich hier wieder mit dem Herrn Manuel Hagel beschäftigt, dem CDU-Generalsekretär. Der ist auch im Kreis, der ist Kreisrat im Alb-Donau-Kreis und müsste eigentlich sich darum kümmern, dass die Gefährdung der Kinder hier im Kreis, im Alb-Donau-Kreis ausgesetzt sind, abgestellt wird und könnt ihr eigentlich dem Kreisjugendhilfeausschuss fragen, was denn da bisher getan wurde. Der Kreisrat selbst kann Diskussionen machen zu dem Thema und der Herr Hagel könnte sich auch einsetzen für eine Fachaufsicht, was er anscheinend macht, wie ein CDU-Mitglied aus dem Kreis auf Facebook geschrieben hat. Da warten wir noch auf Rückmeldung von Herrn Hagel, den wir auf Twitter und auf Facebook gefragt haben, ob denn das richtig ist, ob er sich für eine Fachaufsicht einsetzt. Dazu später mehr. Im nächsten Artikel vom 3.3.2020 geht es um den Präsident des Landgerichts Ulm, der Herr Lutz Rüdiger von Au. Und zwar hat der eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen zu den Vorkommnissen am Amtsgericht Ulm, wie er aus unseren Berichten wisst, vor allem aus den Videos, aber auch von Artikeln auf freifam.de, ist ja dort der Familienrichter Dr. Markus Bühler am Werk, der Kinder zum Teil in Suizidgedanken treibt mit seinen Entscheidungen, der lügt, um das Wechselmodell zu verhindern. Und zu dieser Dienstaufsichtsbeschwerde hat der Präsident des Landgerichts Ulm sich derart geäußert, dass er sogar gemeint hat, dass diese Dienstaufsichtsbeschwerde und dann die Kritik am Amtsgericht, am Richter Dr. Markus Bühler, auf Rufschädigung abzielen würde. Das ist natürlich in keinem Fall so, weil das alles wahrheitsgemäße Aussagen sind, die hier auch nochmal aufgezählt werden. Also wie gesagt, der Herr Dr. Markus Bühler lügt, er trieb ein Kind in Suizidgedanken. Er verweigert die Anhörung von Beweisen, die das Gegenteil von dem nachweisen, was der Herr Bühler behauptet. Und der Herr Bühler hatte sogar den Vater emotional erpresst, der Kinder, um auch das Wechselmodell zu verhindern. Also das ist weit weg von Rufschädigung und es macht den Eindruck, als würde der Präsident des Landgerichts
der Herr Lutz-Rüdiger von Au eher den kinderschädigenden Richter schützen, als dass er die Kinder vor dem Richter schützt. Im nächsten Artikel geht es dann eben um genau diesen Richter Dr. Markus Bühler. Der Artikel ist vom 5.3. Und zwar wird hier gezeigt, dass der Herr Dr. Markus Bühler sich nicht an das Grundgesetz hält. Das Grundgesetz selbst sagt ja, dass Kinder in Gleichberechtigung erzogen werden sollen. Und der Herr Dr. Markus Bühler behauptet ja genau das Gegenteil, dass es schädlich wäre, wenn sich ein Elternteil dafür einsetzt, dass Kinder in Gleichberechtigung erzogen werden. Und die Grundsätze des Herrn Bühler lauten dadurch im Grunde, dass wenn ein Elternteil mit seinen Kindern über das Wechselmodell redet, also die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung, dass er dann diese Kinder schädigt und die Kinder von dem ferngehalten werden müssen. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Und in dem Artikel wird auch hier auf einen anderen Artikel verlinkt, in dem wir darstellen, dass ja das Bundesverfassungsgericht, was wir Kindeswohlwerte nennen, will, dass Kinder gemäß des Menschenbild des Grundgesetz erzogen werden. Das ist das Kindeswohl, das sind die Kindeswohlwerte, was ja auch die Erziehung in Gleichberechtigung beinhaltet. Das heißt, Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, Mann und Frau sind gleichberechtigt. So, der nächste Artikel, da geht es um den ersten Landesbeamten Markus Möller im Alb-Donau-Kreis. Und der hat auf Kindeswohlgefährdungen geantwortet, Meldungen zur Kindeswohlgefährdung. Und zwar Meldungen, die auch die eigenen Leute, also Mitarbeiter im Landratsamt Alb-Donau-Kreis betreffen. Und da hat dieser Herr Markus Möller, obwohl ihm eine Stellungnahme von einem Psychologen vorlag, hat er behauptet, ich kann keinen neuen Sachverhalt erkennen, und das zeugt von einer gewissen Ignoranz des Herrn Markus Möller, weil er ist kein Psychologe. Wie will er denn da erkennen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt beziehungsweise ein anderer Sachverhalt? Es ist ja so, dass die Mitarbeiter des Landratsamts behaupten in diesem Fall, dass der Vater die Kinder schädigt, wenn er mit ihnen über das Wechselmodell redet. Und der Psychologe sagt in seiner Stellungnahme genau das Gegenteil. Er sagt, dass der Vater die Kinder überhaupt nicht schädigt, sondern die Kinder heilt und dass die Mutter diejenige ist, die die Kinder manipuliert, einschüchtert, unter Druck setzt und dadurch psychologisch schon Gewalt unterzieht und schädigt. Naja, der Herr Markus Möller scheint allwissend zu sein in seiner Macht und hat hier selbst entschieden, dass er keine neuen Sachverhalte sieht. Wie es da in dieser Sache weitergeht, da wurde natürlich Widerspruch eingelegt. Darüber werden wir auch berichten. So, der nächste Artikel. Genau, da haben wir Tipps gegeben, wie man vorgehen kann, rein rechtlich gegen ein Jugendamt, einen Mitarbeiter oder einen Richter selbst. Und zwar gibt es da den Paragraph 16, 66 Absatz 4, hier haben wir ihn, im BGB. Und zwar ermöglicht dieses Gesetz, der Absatz 4, 16, 66 BGB, dass man auch gegen Dritte vorgeht, die eine Kindeswohlgefährdung begehen. Und Dritter, heißt es hier unten, ist jede sonstige auf das Kind einwirkende Person. Das heißt, es kann auch der Richter selbst sein, der für die Kinder zuständig ist, wenn er denn durch seine Beschlüsse eine Kindeswohlgefährdung begeht. Und es ist klar, dass es möglich ist, weil nach der Folterkonvention der Vereinten Nationen ist eine ungerechtfertigte staatliche Entscheidung, kann natürlich eine Folter sein, auch eine psychische Folter, die dann Auswirkungen hat auf Kinder. Und da ist auch eine Vorlage dabei, wie man das Ganze dann adressieren kann ans Gericht, um dann je nachdem eben hier als Eltern so einen Antrag zu stellen auf ein Erörterungsgespräch wegen Kindeswohlgefährdung durch den Richter oder Jugendamtsmitarbeiter oder anregen kann. Also selbst wenn man nicht Sorgeberechtigter ist, also nicht die Eltern der betroffenen Kinder ist, kann jeder so ein Verfahren, so ein Erörterungsgespräch anregen. Und das Erörterungsgespräch ist etwas, wo dann eben die Eltern mit dem Richter, eventuell Jugendamt zusammensitzen
und dann die Gefährdung erörtern. Es versteht sich natürlich von selbst, wenn man so ein Erörterungsgespräch wegen Kindeswohlgefährdung gegen den zuständigen Richter macht, dann ist natürlich ein anderer Richter in dem Verfahren und der Richter, der die Kindeswohlgefährdung mutmaßlich begeht, der sitzt dann eben sozusagen auf der Anklagebank. Und genau so einen Antrag habe ich am Amtsgericht Ulm gestellt und habe gegen den Herrn Dr. Markus Bühler ein Erörterungsgespräch beantragt, wegen dem 1666 Absatz 4, der ja eben Maßnahmen gegen Dritte ermöglicht. Und da windet sich das Amtsgericht und will das Ganze nach meiner Einschätzung verhindern. Das ist im Grunde Justizverweigerung, die hier durch den Direktor des Amtsgerichts, den Herrn Josef Lehleiter, zusammen mit dem Herrn Bühler begangen wird. Und der Herr Lehleiter, der hat hier mir geantwortet, ja, und hat behauptet, dieses Verfahren gäbe es nicht, weil der Antragsgegner sei ja das zuständige Gericht selbst, der Richter. Das Ganze ist fishy, wie man heutzutage sagt, denn das steht hier nicht im Artikel, aber das sage ich euch jetzt. Es gibt ja den Artikel 41.1 ZPO, der ja ganz klar sagt, ja, Zivilprozessordnung, die auch für im Großen und Ganzen für familiengerichtliche Verfahren anzuwenden ist. Dieser Paragraph 41.1 ZPO besagt, dass ein Richter vom Richteramt von Amts wegen also sofort automatisch auszuschließen ist, wenn er selbst Antragsgegner ist. Also meiner Meinung nach stimmt es hier vorne und hinten nicht, was da der Direktor am Amtsgericht behauptet. Und da laufen gerade sehr viele Sachen am Amtsgericht, am OLG, auch am Bundesverfassungsgericht. Und da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Genau, und der letzte Artikel, der ist hier vom 18.03. Da geht es darum, dass Politiker, wenn man sie eben hinweist auf die Probleme bei Jugendämtern, gern sagen, ja, wir sind schon dran, wir wollen eine Fachaufsicht einrichten über das Jugendamt. Fachaufsicht heißt, dass man inhaltlich sich anschaut, was ein Jugendamt gemacht hat. Ja, sozialpädagogische, psychologische Empfehlungen ans Gericht zum Beispiel, ob die überhaupt so stimmen, ob die wissenschaftlich korrekt sind, ob da die Diagnose richtig gestellt wurde von der richtigen Person. Oft ist es ja so, dass Jugendamtsmitarbeiter, die Sozialpädagogen sind, Dinge behaupten, die in den Bereich der Psychologie gehören, womit sie sich eher weniger auskennen. Und die Politiker, die man darauf hinweist, die sagen dann, ja, Fachaufsicht, da müssen wir erstmal Gesetze ändern, neue Gesetze lassen, das dauert. Aber das stimmt nicht, weil eben durch die kommunale Selbstverwaltung kann jeder Landrat, jeder Bürgermeister einer kommunal verwalteten Stadt selber so eine Fachaufsicht sofort, im Grunde, ja, wenn das Budget da ist, einrichten. Und diese Fachaufsicht, die kann dann eben wie eine Beschwerdestelle agieren. Man kann sich dann da über bestimmte Mitarbeiter beschweren, das, was die an Empfehlungen, Entscheidungen gemacht haben. Und diese Fachaufsicht könnte dann eben auch Akten beiziehen und per Auftrag unabhängig sein gegenüber dem Jugendamt und sich das Ganze inhaltlich anschauen. Genau, das war's mit dem Überblick der Artikel in den letzten knapp 3 Wochen. Und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr nicht bis zum nächsten Video warten wollt und selber sofort mitkriegen wollt, was auf der Website passiert, dann nochmal der Hinweis. Wir sind auf Twitter unter freifarm.de, da könnt ihr uns followen und dann kriegt ihr da eben kleine Teaser über neue Artikel, auch über neue Videos, oder freifarm.de auf Facebook genauso, da bekommt ihr dann Postings geliefert über neue Artikel auf der Website oder neue Videos. Und natürlich, wie eingangs gesagt, könnt ihr diesen Kanal auf YouTube abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, was neue Videos angeht. Aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werdet. Wenn ihr einen Fall habt, über den wir berichten sollen auf Freifarm, dann schreibt uns an info@freifarm.de und ihr könnt spenden für Freifarm. Den Link zu den Informationen seht ihr jetzt im Abspann. Nochmal danke fürs Zuschauen und tschüss.